Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy 7. Und ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, denn wir sind ja hier und ich weiß nicht, was uns da erwartet, aber mal schauen. So, weil Cloud einfach läuft wie so eine lahmarschige Schnecke, ne? Beeil ich mich mal ein bisschen. Na komm, scheiß drauf. Gut, gehen wir mal rein. Peach. Okay. Materia Asteroid. Oh, warte mal. Ach, das ist wahrscheinlich ein Zauber. Hä? Okay, hier ist nichts. Habe ich das verpasst oder so? Nee, egal, gehen wir mal dann doch pennen. Wie klar, wie das aussieht, wenn er läuft. Ich glaube, hier muss ich pennen, ne? Hier war das, glaube ich. Ja. Gut, dann gehen wir mal pennen hier. Ja. Fühle es. Cloud, was ist los mit dir? Aeris ist hier. Und Sephiroth auch. Du meinst, es ist nicht nur Aeris, sondern auch Sephiroth? Wie bist du drauf gekommen? Kein Quatsch, ich fühle es. Wenn das stimmt, müssen wir uns beeilen. Los, rush zu Aeris. Rush zu Aeris. Aeris. Alles klar, wir müssen uns beeilen und Aeris finden. Ist sie vielleicht dann bei dem Riesenkristall da links gewesen? Das ist Aeris Stimme. Kommt sie von hier? Gehen wir mal erstmal hier, ne? So. Okay. Das heißt, Aeris muss hier sein. Weil woanders kann sie jetzt gar nicht sein. Schauen wir mal. Schaut euch das an. Da. Okay. Mal schauen. What the fuck? Okay, das ist heftig. Holy shit. Muss ich kurz was trinken, ja? Eieiei, währenddessen speichere ich mal. Das sieht auf jeden Fall krass aus, muss ich sagen. So. Ah, so. Oh, ich liebe es. Und das Wetter ist auch sehr gut. Ich merke, dass ich langsam müde werde. Nehmen wir erstmal so. Das ist Aeris. So, keine mal drei. Wir haben Aeris wieder gefunden. Da ist sie. Aeris?
Okay, geh mal. Nee, Cloud. So. Alles klar. Aris, wir sind da. Was passiert jetzt? Wow, 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 wow. Cloud. Warte, wer muss die jetzt töten? Oh mein Gott, ich töte jetzt noch nicht Aris, oder? Oh Gott, Cloud! Kämpft dagegen an! Cloud! Hör auf damit! Ah, wozu zwingst du mich? Oh, was? Spielerzeichnung, weil du eine blockierte Szene betreten hast. Ah, zumindest nimmt das mein Programm auf. Schon mal sehr gut. Oh. Aris. Das kann doch nicht sein. Keine Angst. Das Mädchen geht in Planetenenergie auf. Wir halten nirgendwo mehr. Jetzt geht es nach Norden. Das verheißene Land liegt hinter den Schneefeldern. Dort werde ich neu geboren. Da ich eins werde mit dem Planeten. Genau wie das Mädchen. Halt die Klappe. Der Lauf der Natur und der Plan sind egal. Aris ist fort. Aris wird nie wieder sprechen, nie wieder lachen, weinen oder Zorn empfinden. Was ist mit uns? Was sollen wir tun? Was ist mit meinem Schmerzen? Meinem Finger kribbeln. Mein Mund ist trocken. Meine Augen brennen. Was redest du da? Hast du etwa Empfindungen? Natürlich, was glaubst du eigentlich? Hör auf. Auf traurig zu mimen. Du brauchst auch nicht so wütend tun. Denn Cloud, du bist... Was für Scheiß. Also. Holy shit. Das war crazy. Wirklich crazy. Ja, was soll man dazu sagen, ne? Das ist. Weil auch noch die besiegt, glaube ich, ja immer noch während des Kampfes, ne?
etwas. Oh, das war's schon. Ja. Aber den Sieg kann man wohl nicht auskosten. Du bist eine Marionette. Ich? Eine Marionette? Okay, das ist schon hart. Vielleicht aber jemand anderes als Vincent nehmen sollen für diesen Moment. Boah, auf diesen Moment freue ich mich eigentlich sogar bei Final Fantasy VII Remake, also vor allem mit der Grafik, ne, mit den Details auch. Ich wette mit euch, dass Cloud da definitiv rein wird, so wie ihn gerade. Ich glaube, es wird schon ein bisschen krass werden, wenn ich das auch zocke. Jetzt mal alle gut zu. Jetzt hört mal alle gut zu. Ich bin Cloud, Ex-Soldier aus Nibelheim. Ich will mit Sephiroth abrechnen. Du hast recht. Ich bin freiwillig hier, zumindest dachte ich das. Allerdings, um die Wahrheit zu sagen, habe Angst vor mir selbst. Ich verstehe mein Verhalten oft selbst nicht. Zum Beispiel, als ich Sephiroth die schwarze Materie gab. Hättet ihr mich nicht abgehalten, wäre Aerith unmöglich. Da ist etwas in mir, ein anderes Ich. Darum sollte ich diese Reise beenden, bevor ich was Furchtbares tue. Egal, ich bin dabei. Er hat vor 5 Jahren mein Dorf zerstört, Aerith getötet und jetzt will er den Planeten zerstören. Verzeih ich, Sephiroth. Das verzeihe ich nie, Sephiroth. Ich gebe nicht auf. Tut ihr mir einen Gefallen? Kommt ihr mit? Damit ich keine Dummheiten mache? Aber Cloud. Ich weiß nicht, wie Aerith den Planeten vor dem Meteor retten wollte. Und ich glaube, wir werden es niemals erfahren. Aber ihr gebt noch eine Chance. Ihr gebt noch eine Chance. Wir müssen uns die schwarze Materie zurückholen, bevor Sephiroth sie benutzt. Los geht's. Ende von Teil 1. Oh, what? Okay. Krass. Das heißt, ich müsste tatsächlich im Internet sogar sehen, die Aerith starb. Wenn das CD1 ist. Aber ich glaube, das Remake ist ja, glaube ich, CD1. Vermute ich mal. Müsste ich mal im Internet schauen. Krasser Scheiß auf jeden Fall. Wisst ihr? Eigentlich achte ich immer drauf, dass meine Folgen 20 Minuten lang sind. Aber da die Folge gerade so einen Impact hatte und auch das Ende von Teil 1 ist, speichere ich hier und solange jetzt keine Cutscene kommt, tja, es kommt keine Cutscene, perfekt, beende ich hier die Folge tatsächlich. Ja, die Folge ist diesmal kurz, aber ich fand das gerade sehr impactvoll und ich belasse die Folge sogar dabei.
Gut, dann würde ich mal sagen, Teil 2, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Aber jetzt im Ernst, das war schon krass. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.